Es ist wichtig, wie man Menschen begegnet. Für Don Bosco gibt es da ein Schlüsselerlebnis. Ein Junge hat sich in seine Kirche geschlichen und der Messner ist sehr ungehalten. Er denkt, der Junge will was stehlen. Zum Glück ist Don Bosco in der Nähe. Wie heißt du? Fragt er den Jungen. Sein Name ist Bartolomeo. Wo sind deine Eltern? Sie sind nicht mehr am Leben. Kannst du lesen und schreiben? Bartolomeo hat das nie gelernt. Aber pfeifen kannst du. Darauf lässt sich aufbauen. Don Bosco lädt den Jungen ein, wiederzukommen und lesen und schreiben zu lernen. Jugendliche wie Bartolomeo gibt es auch heute. Genauso wie Don Bosco es damals getan hat, geht es darum, ihnen ein Zuhause zu geben, mit ihnen Glauben zu leben, eine geeignete Lernumgebung zu schaffen und gemeinsam zu spielen. Und es geht wesentlich darum, jungen Menschen dabei zu helfen, ihren Platz in der Welt zu finden. Dabei stützt sich die Pädagogik Don Boscos auf einige Haltungen. Jeder baut mal Mist. Manche mehr als andere. Aber vor Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Eine der Haltungen ist daher, den guten Kern in jedem Menschen zu sehen oder zu suchen. Jeder hat Talente, die es zu fördern gilt. Es ist wichtig, jungen Menschen eine Perspektive zu geben, ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, sich zu entfalten und etwas aus ihrem Leben zu machen. Jeder hat Stärken und Schwächen. Jeder hat seine Eigenheiten. Das kann schon mal schwierig werden. Aber jeder Mensch hat als Geschöpf Gottes eine unverlierbare Würde. Es ist wichtig, einander wertschätzend zu begegnen und zu akzeptieren. Was zählt, sind die Gemeinschaft und das Miteinander. Jeder hat seinen Platz. Bei Don Bosco gilt immer zuerst: Schön, dass du da bist. Allein ist es schwer, seinen Weg zu finden. Daher ist es wichtig, jungen Leuten zur Seite zu stehen, sie zu unterstützen und zu begleiten. Auch wenn nicht immer klar ist, wohin der Weg führt. Auch wenn es manchmal schwierig wird. Jugendliche brauchen Menschen, die Zeit für sie haben, die sich für sie interessieren und sich auf sie einlassen. Gemeinsam unterwegs sein und einander wertschätzend und auf Augenhöhe begegnen. Das hat Don Bosco damals gemacht. Und das wird auch heute in seinem Sinne fortgeführt. Damit das Leben junger Menschen gelingt.